Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte... Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Im Stich gelassen! Getreu dem Befehl des Führers wart ihr! Ah, Monke. Aber er wird niemals kapitulieren! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich hab das einmal mitgemacht! Das reicht!